Hallo, begrüße auf meinem Kanal. Hier geht es um das Thema Börse, Investment und vor allem Charttechnik. Ihr habt wiederum ein paar Investment vorgeschlagen, fünf an der Zahl, die ich in diesem Video anschaue, die ich mir eben charttechnisch, wo ideale Kaufkurse sein könnten, euch vorstelle. Jetzt gleich mal vorweg, Kanal abonnieren, Daumen nach oben geben und schreibt mir vor allem unter das Video hinein, ob ihr in eine dieser fünf Investments investieren werdet. Okay, gut, dann verlieren wir nicht viel Zeit und starten gleich. Das erste ist Nike. Die Aktie, ja, die ist seit 2021, als man hier dieses Doppeltop gehabt hat, auf dem Weg nach unten. Man hat hier relativ rasch, ja, rasch innerhalb von einem Jahr etwa 54% an Wert verloren. Dann gab es eine satte Gegenbewegung und in dieser Gegenbewegung, wenn man sich das ein bisschen größer anschaut, das muss der hier gewesen sein, bin ich davon ausgegangen, dass das eigentlich nur eine Gegenbewegung ist, die irgendwo hier da zu Ende gehen wird und man noch einmal, ja, bis da hier dann nach unten laufen sollte. Also so irgendwo um die 77 Dollar kann ich mir gut vorstellen, dass man hier einen Boden findet und womöglich erste Positionen aufbauen könnte. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, steht auch gleich hier oben beim Video. Also ich sehe hier ganz einfach von den Bewegungen her und vom Muster her, dass das nächste Ziel, wo man tatsächlich Positionen eingehen könnte, da irgendwo bei 77 Dollar ist. Dann haben wir die nächste Aktie Daimler Truck. Eine Aktie, die ausgelagert worden ist, oder ein Unternehmen, das ausgelagert worden ist aus dem Daimler-Konzern und an die Börse gebracht worden ist, die Truck-Sparte. Wie üblich, wenn eine Aktie neu an die Börse kommt, verliert diese zwischen 40 und 60%. Auch das sahen wir hier. Also man ist an die Börse gegangen, nach oben marschiert, da auch wiederum ein Doppeltop und dann ist das Ding runtergegangen. Seitdem legte man in etwa hier im Hoch um die 70% zu. Nun ist die Frage, schaffen wir den Sprung über dieses Hoch? Wenn ja, dann sehe ich Ether-Kurse, ja, die früher oder später sogar bis darauf da auf 50, 60 Euro in etwa gehen könnten. Also hier heroben und dann noch eine größere Korrektur, um dann noch weiter zuzulegen. Die Situation ändert sich dramatisch, wenn wir hier in Richtung 28 Euro fallen. Da würde ich dann noch eher die Notbremse ziehen und aus diesem Gewinn, den ich ja damals vorgeschlagen habe, hier unten zu kaufen, würde ich dann noch versuchen zu retten. Also mit anderen Worten, bleibt dann noch immer noch um die 40% übrig. Ja, also so würde ich ganz einfach vorgehen. Stop-Loss da irgendwo da hier unten. Darauf spekulieren, dass es da drüber geht. Wenn es drüber geht, dann auch den Stop-Loss wiederum weiter nachziehen und das Ding da bis dahin da nach oben laufen lassen. Das zeichne ich auch sogar da gleich jetzt einmal ein. Also wenn es da drüber geht, dann sollte es da nach oben gehen, bevor dann auch die nächste Korrektur kommt. Und hier in etwa der Stop-Loss. So. Okay. Die dritte Aktie, die wir uns anschauen, ist die Bayer-Aktie. Hier auch zeitgleich auf meinem Kanal auf YouTube, OEG.at. Also Kanal abonnieren, nichts weiter versäumen. Seit dem Trendbruch, und der ist ja eigentlich, als wir hier gescheitert sind, wer sich noch erinnern kann, zu Beginn des Jahres, im Februar war dies, haben wir darüber gesprochen, habe ich gesehen, ja, wer da tatsächlich da long reingegangen ist, wer sich da noch erinnern kann, da war da eine long Überlegung meinerseits. Da habe ich zwar von Ausbruch spekuliert, aber da auch Stop-Loss unbedingt nachziehen und tatsächlich ist das Ding dann auch nach unten gegangen. Und so ungefähr da muss das gewesen sein im Mai.
Seitdem spreche ich eigentlich nur noch von fallenden Kursen mit dem ersten Ziel da hier, da nach unten, also Trendbruch mit dem Ziel hierher. Und dann nachher früher oder später sollte ihr dann nachher hier herunten eine interessante Chance bestehen auf der Longseite. Also mit anderen Worten, da unten wird es wirklich dann auch interessant wiederum zu kaufen, wenn wir so Kurse von 2008, 2009 in etwa haben. Also hier unten. Die vierte Aktie, die vorletzte Aktie ist diese Standard Lithium. Das Unternehmen kann ich mich auch noch erinnern, da sind wir in einer Trendbewegung nach oben gewesen. Ab dem Bruch war der Ofen eigentlich aus. Hier hatte ich, da habe ich einen Alarm drinnen, wo ich davon ausgegangen bin, ja, wenn wir da hinlaufen, wird es interessant werden, da zu kaufen. Dieser Alarm wurde hauchdünn vor 14 Tagen nicht ausgelöst. Jetzt seht ihr das, da wird der Einzel hat da leider gefehlt, also meine Überlegung, hier schon älter. Eine kleine Niederlage unter Anführungszeichen. Ja, Alarm ist nicht gekommen. Aber wie so oft, wenn es irgendwo hinläuft, dann läuft es meistens sogar noch ein zweites Mal dorthin. Vielleicht kommen wir doch noch einmal da nach unten und dann wird der Kauf wirklich interessant werden. Wer da in der Nähe reingegangen ist, steht jetzt da momentan bei 40% plus. Aufpassen, wenn es wirklich runterkommt, würde ich tatsächlich da lieber verkaufen und tiefer wiederum reingehen. Also mit anderen Worten, ich bin da recht optimistisch für diese Aktie. Voraussetzung ist, wie gesagt, wir bleiben da über der Linie oder vielleicht da hier unten, da irgendwo 1,80 Dollar wäre der Worst Case. Da würde ich dann nachher wirklich die Notbremse ziehen und rausgehen. Also so in die Richtung. So, jetzt machen wir das so ein. Das ist dann nachher wirklich der Punkt, wo ich der Meinung bin, da wird es sinnvoll sein zu flüchten. Die letzte Aktie ist die Infineon-Aktie. Die Aktie ist übergeordnet, wohlgemerkt in einer schönen Aufwärtsbewegung. Auch da hat das Gleiche gegolten, damals sogar noch viel dramatischer, als man hier an die Börse gegangen ist. Zweimal hoch, aber das ist dann tiefer und tiefer und tiefer. Wir hatten da hier zwar auch das eine Art Doppelbodenversuch, ja, da konnte man reingehen, Stop-Loss nachziehen, wurde aber dann rigoros ausgestoppt und es ist dann noch tiefer gegangen. Jetzt ja, vom KI-Boom profitiert diese Aktie überhaupt nicht, obwohl das auch ein Chip-Hersteller ist. Ich sage einmal so, da unten habe ich einen Alarm drinnen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir früher oder später irgendwann nochmal da bei diese 24 Euro landen werden. Vorher fasse ich diese Aktie nicht an. Okay, gut, dann sind wir mit dem Video fertig. Wie gesagt, Kanal abonnieren, Daumen nach oben. Mich würde interessieren, welche dieser fünf genannten Aktien euch interessiert. Schreibt mir das unten in den Kommentaren rein. Danke fürs Anschauen. Tschüss.